Ja, hallihallo und ein herzliches Willkommen auf Shorties Astrobase. In diesem Video heute soll es mal darum gehen, dass man auch mit ganz einfachen Mitteln schon Astrofotografie betreiben kann. Denn ich kann mir vorstellen, es gibt einige von euch, die sich kein teures Teleskop leisten können oder auch keins haben dürfen, wenn ihr noch auf eure Eltern angewiesen seid, weil ihr minderjährig seid, die aber vielleicht eine Kamera zu Hause haben und ein paar Objektive. Und sich fragen, hey, kann ich damit nicht auch schon ein paar schöne Bilder vom Nachthimmel machen, beziehungsweise von ein paar Objekten? Und ja, es geht. Ich werde euch heute drei Objektive vorstellen, mit denen ihr schon schöne Schnappschüsse machen könnt. Fangen wir mal mit der kleinsten Brennweite an, die ich hier habe. Das ist das Samyang 14mm Festbrennweite. Mit einer Offenblende von 2,8. Das Ganze ist kein Fischaugenobjektiv, auch wenn es hier so aussieht durch die Wölbung der Linse. Aber das Ganze ist ziemlich weitwinklig, sodass ihr einen sehr großen Bereich des Himmels fotografieren könnt und da auch relativ viel drauf bekommt. Ich habe das Ganze für meine Milchstraße verwendet, die ich euch letzte Woche schon im Video gezeigt habe. Hier habt ihr das Ganze nochmal eingeblendet. Links ist das Ganze mit der unmodifizierten Kamera mit 36 Minuten Belichtungszeit. Das Ganze war nicht nachgeführt. Ich habe hier 20 Sekunden belichtet. Und rechts seht ihr das Ganze mit meiner modifizierten Kamera mit der Canon 2000D. Da habe ich 48 Minuten aufgenommen. Mit jeweils 30 Sekunden Belichtungszeit, alles bei ISO 1600 und bei der Nachführung dann halt mit dem SkyGuider Pro. Aber wie ihr seht, das Ganze funktioniert auch einfach mit der Kamera aufs Stativ geschraubt, die linke Variante, und dann die Belichtungszeit entsprechend angepasst. Ihr könnt das Ganze auch mit dem Canon Kit Objektiv machen. Das 18 bis 55 mm stellt das Ganze einfach auf 18 mm runter und dann habt ihr in etwa das gleiche Bildfeld wie mit dem Samyang 14 mm. Mit 18 mm seid ihr halt ein ganz klein bisschen näher dran. Aber auch das funktioniert, wenn ihr euch das Samyang nicht leisten wollt oder könnt, dann nehmt halt einfach erstmal euer Kit-Objektiv. Bevor ich jetzt hier mit der nächsten Brennweite weitermache, alle Objektive, die ich euch hier vorstelle, gibt es natürlich nicht nur für Canon, sondern auch für Nikon und Sony. Also von daher seid ihr hier nicht an Canon gebunden. Ich habe halt hier die Versionen von Canon, da ich mit Canon-Kameras arbeite. Aber wie gesagt, ihr bekommt das Ganze auch für Nikon und Sony. Dazu kommt dann gleich später noch ein Bild mit einer Sony-Kamera aufgenommen. Und die nächste Brennweite wäre jetzt das Nifty 50, also das 50mm Festbrennweite. Hier auch von Canon mit einer Offenblende von 1,8. Das Ganze solltet ihr vielleicht ein bisschen runterstoppen bei der Blende, vielleicht auch so auf 2,8 oder so. Weil ansonsten sehen die Sterne in den Ecken nicht mehr so wirklich besonders schön aus. Das Ganze funktioniert auch mit dem 50mm mit und ohne Nachführung wunderbar, wenn ihr also keine Nachführung habt, sondern unguided macht. Auch das ist mit dem 50mm ohne weiteres möglich. Ihr müsst halt hier ein bisschen mit der Belichtungszeit experimentieren. Also ich sag mal so grob zwischen 3 bis 5 Sekunden könnt ihr belichten, ohne dass die Sterne strichförmig werden. Es kommt auch darauf an, wie nahe euer Objekt am Horizont ist. Ist es näher am Horizont, dann eine kürzere Belichtungszeit, weil dann habt ihr schneller Strichspuren. Wenn es höher steht, dann könnt ihr auch ein bisschen länger belichten, ohne dass die Sterne gleich in Strichspuren übergehen. Das müsst ihr halt ein bisschen testen. Ich habe das Ganze getestet an der Schwanregion, also am Sternbild Schwan. Auch hier links einmal mit der nicht modifizierten Kamera. Und rechts einmal mit der modifizierten Kamera. Das linke Bild ist nicht so ganz original das, was ich mit der unmodifizierten gemacht habe. Die Aufnahme ist nämlich schief gegangen, weil meine Powerbank ausgefallen ist und mein Heizband dadurch nicht richtig funktioniert hat.
und ich dann Taubeschlag auf der Linse hatte. Und dadurch hatte ich ziemlich hässliche, sehr große, farblich sehr schöne, aber halt ungünstig für das Bild hatte ich Halos um die Sterne drumherum. Und deshalb habe ich hier das Bild mal farblich ein bisschen angepasst, so wie es mit der unmodifizierten Kamera dann bearbeitet ausgesehen hätte. Ihr seht hier, das Rot kommt halt nicht so sehr raus wie mit der modifizierten Kamera. Das ist aber bei einer unmodifizierten Kamera ganz normal. Aber trotzdem könnt ihr damit schöne Bilder machen. Und hier seht ihr schön den Nordamerika-Nebel, den Pelikan-Nebel daneben und die Sartre-Region rechts oben. Ein kleines bisschen rötlich ist es trotzdem und auch rechts unten seht ihr noch den Cirrus-Nebel, der hier auch mit der nicht modifizierten Kamera schön im Bild zu sehen ist. Und wie gesagt, auch nicht nachgeführt. Ihr habt halt dann entsprechend die kürzere Belichtungszeit, ich sag mal mit 5 Sekunden Belichtungszeiten, müsst halt dementsprechend dann mehr Aufnahmen machen. Ja, also ich habe mit der modifizierten Kamera 1 Minute belichtet, habe also hier 40 mal 1 Minute belichtet und wenn ihr dann halt ohne Nachführung mit den 5 Sekunden Belichtungszeit arbeitet, müsst ihr halt dementsprechend dann mehr Bilder machen. Auch hier könnt ihr versuchen, das Ganze erstmal mit dem Kit-Objektiv zu machen, wenn ihr es auf 50 oder 55 mm einstellt, aber ihr habt dann hier eine relativ geschlossene Blende. Also bei 55 mm hat das Ganze eine Blende von 5.6. Das heißt, es ist dann nicht mehr ganz so lichtempfindlich oder weniger lichtempfindlich als mit der Offenblende und natürlich auch weniger lichtempfindlich wie das 50 mm mit seiner Offenblende 1.8. Und das heißt, ihr müsst mehr Licht sammeln, um da schönere Bilder rauszubekommen oder Bilder mit mehr Details. Da solltet ihr dann vielleicht versuchen, so 2 Stunden zu belichten, mindestens. Aber wie gesagt, versuchen könnt ihr es auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht behaupten, ich habe es noch nicht selbst getestet, aber ich will jetzt nicht behaupten, dass das Ganze nicht funktioniert. Das dritte und letzte Objektiv hier im Bunde ist das Samyang bzw. Rokinon 135 mm, auch eine Festbrennweite mit einer Offenblende von 2.0. Auch mit diesem Objektiv hatte ich schon ein paar Videos gemacht, euch ein paar Aufnahmen gezeigt. Es gibt noch einen dritten Hersteller, der das herstellt. Ich glaube, im asiatischen Raum ist es dann Volimax oder irgendwie sowas. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall alles das gleiche Objektiv. Ich habe es aus den USA importiert, deshalb ist es bei mir das Rokinon. In Europa wäre es dann unter der Marke Samyang. Jetzt würde man meinen, mit 135 mm Brennweite geht ohne Nachführung eigentlich gar nichts. Ich hatte meine Bilder damit ja mit dem Skyguider nachgeführt, so wie ich das eigentlich immer mache. Es gibt aber jemanden, der mich da eines Besseren belehrt hat und gesagt hat, hey, ich mache mit dem Rokinon 135 mm eine nicht nachgeführte Aufnahme und zwar vom Cirrusnebel. Und diese Aufnahme seht ihr jetzt hier bei mir im Bild. Das ist der gute James. James, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass du mir dein Bild zur Verfügung gestellt hast für das Video. Und zwar ist das wirklich nicht nachgeführt. James hatte also seine Kamera nur auf dem Stativ, das Rokinon oben drauf gesetzt und hat losfotografiert mit seiner Sony A6000, nicht modifiziert. Das Ganze ist 60 Minuten Gesamtaufnahme, also 1 Stunde. Und wie ihr hier schon seht, ich habe es dazu geschrieben, James hat hier 3600 Einzelaufnahmen gemacht mit jeweils 1 Sekunde Belichtungszeit. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist auch viel Arbeit. Und ich muss sagen, das Bild finde ich persönlich absolut super. Ja. Ich weiß nicht, James, vielleicht kannst du uns nochmal in die Kommentare schreiben, wie oft du die Kamera manuell nachgeführt hast. Weil wenn man ohne Nachführung arbeitet, muss man natürlich die Kamera trotzdem
alle paar Minuten mal manuell nachführen, denn das Objekt bewegt sich ja trotzdem aus dem Bildfeld raus. Ich hatte das Ganze natürlich ein bisschen einfacher mit meinem Skype-Guider, das rechte Bild, was ihr auch schon in meinem Video dazu gesehen habt, mit der 2000D modifiziert, 80 Minuten Aufnahme, 137 x 35 Sekunden. Ihr seht also, ihr könnt mit einem Stativ, einer Kamera und einem entsprechenden Objektiv schon sehr, sehr viel machen, wenn ihr an dem Hobby Astrofotografie interessiert seid. Damit könnt ihr auf jeden Fall schon sehr gut in das Hobby einsteigen. Und die Steigerungsstufe dazu wäre dann halt natürlich mal eine Nachführung in Form eines Skytrackers, wie hier dem SkyGuider Pro. Es gibt auch günstigere Varianten oder eine günstigere Variante. Ich glaube, die ist auch von iOptron. Die ist dann aber wirklich nur für eine Kamera mit Objektiv gedacht, während ich hier am SkyGuider Pro natürlich auch ein kleineres Teleskop montieren kann. Es gibt auch von SkyWatcher noch den Star Adventurer. Der ist ähnlich wie der SkyGuider Pro. Auch der käme dafür in Frage. Und eine weitere Option wäre dann, eure Kamera modifizieren zu lassen. Aber auch da hatte ich ja bereits ein Video dazu gemacht und hatte ja gesagt, wenn ihr die Kamera für Tagfotografie ganz normal verwenden wollt, dann lasst die einfach nicht modifizieren. Wie ihr hier im Video gesehen habt, geht das Ganze auch mit einer unmodifizierten Kamera sehr gut. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und konnte euch zeigen, dass ihr auch, wenn ihr nicht so ein großes Budget habt für euer Equipment, für die Astrofotografie, dass ihr auch mit ganz einfachen Mitteln schon sehr viel machen könnt. Lasst auf jeden Fall in den Kommentaren auch noch einen netten Kommentar für James da. Wie gesagt, sein Bild ist wirklich super gelungen, nicht nachgeführt mit einer unmodifizierten Kamera und das dann auch noch am Cirrusnebel, wo ich in meinem Video dazu noch gesagt habe, dass der sehr viel Belichtungszeit braucht. Absolut super gemacht. Vielen Dank nochmal fürs Bereitstellen des Bildes. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich dann an dieser Stelle und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mal ein Like da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten folgt mir gerne auch auf Twitter oder meinem Discord, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt oder wenn ihr mit mir einfach nur über Astrofotografie oder Astronomie allgemein diskutieren wollt. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.